Da ist der Schmied. Ergreift ihn. Dieser verdammte Schmied. Wo hat er das Zeug bloß versteckt? Na los, George. Such auch. Dutzende von Kutschen. Wo sind die bloß? Das macht der neue Schlagbaum. Sie fahren einen anderen Weg, um den Zoll nicht zu bezahlen. Das ist unredlich. Ist das alles, was wir noch haben? Ja. Wer hat gesagt, dem ziehe ich das Fell über den Ohr? Wieder eine härtige gezinkte Karte. Ja, du aber auch. Ja. Ich glaube, heute tut sich hier nichts mehr. Komm, wir gehen zu seinem Morgen. Wer ist denn das? Ein Hufschmied. Er hat besser einen feinen Satz kreisrunder Hufeisen gemacht, nicht wahr, Mädchen? Runde? Ja, da kann dich keiner verfolgen. Niemand weiß, ob du kommst oder gehst. Aha. Ah, du lernst es noch. Und wie soll uns der Schmied jetzt helfen? Morgen ist nicht nur ein Schmied. Er ist auch Vermögensverwalter. Ich habe einen Safe in seiner Bank. Mit einem Wert von etwa 5 Kutschen, Juwelen, Uhren, Ringe. Ich denke, das könnten wir jetzt ganz gut gebrauchen. Komm. Ja. Sam! 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 Wo ist Sam Morgan? Er ist nicht hier. Wo ist er denn? Ich fragte, wo er ist. Ich habe dir eine Frage gestellt. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo Sam Morgan ist, dann prügle ich dich durch die ganze Schmiede. Also, wo ist Sam Morgan? Im Kittchen. Wer hat ihn gefangen? Ach, verschlägt sie schon wieder die Schwacherei. Spiker! Und was für eine Rolle hast du dabei gespielt? Nein, keine, ich schwör's. Ich kann's mir denken. Wenn du mir noch mal vor die Füße tanzt, können deine Freunde das Grab für dich schaufeln. Verschwinde! Auf Nimmerwiedersehen. Ob Spiker deine Sachen gefunden hat? Nein, die Ratte hat nur danach geschnüffelt. Ja, aber wo sind sie denn? Woher soll ich das wissen? Na los, hören wir Sam raus. Aufstehen! Du da! Tritt den Popo! Den Schlüssel. Da rein! Ha ha ha.
Aber das ist ja gar nicht Sam Morgan. Wer zum Teufel ist das? Er war nicht drin. Ach. Ja. Ich überfall keine Wache wegen so einem Grunzer. Das weiß ich, Captain, aber ich bin euch trotzdem sehr dankbar. Ich bring dich wieder zurück. Nein, du das nicht, Captain. Dann könnt ihr mich auch gleich hier erschießen. Wenn ihr mich da wieder hinbringt, dann hängen die mich auf. Ja, weil sie euch nicht da riechen können. Wo ist Sam Morgan? Das weiß ich nicht. Du musst ihn doch gesehen haben. Er war auch im Kittchen. Morgan. Oh, ich weiß, wen ihr meint. Herr Schmied, nicht wahr? Ja, der war da. Er wurde abgeholt. Von wem? Oh, so ein großer, buntbetrister Kerl, steif wie eine französische Muskete. Er war so von sich eingenommen, da war kein Platz für andere. Spiker. Spiker, ja, das war er, Captain Spiker. Ein Freund von euch. Wohin brachten Sie Sam? Ja, das weiß ich nicht, Captain. Wie ist dein Name? Isaac Gregg, Captain. Der arme alte Isaac Gregg. Also bedank dich bei deinem Schutzengel, Isaac. Halt deinen Mund und verschwinde. Das werde ich, Captain, das werde ich. Gott segne euch, Captain. Gott segne euch, Captain. Segne euch alle beide. Und dir muss ich auch danken, Sam Morgan. Wo ist er jetzt? Im Burgverlies. Das bringt ihm zum Schreien. Liebe lieben Sir John. Ich sag dir, ich nehme an, er hat gesprochen. Noch nicht. Noch nicht? Was meint ihr mit noch nicht? Er wird es mir erzählen, Sir John, das verspreche ich euch. Im Moment ist er noch ein bisschen schweigsam. Verdammt nochmal, Spiker! Ich lasse euch die Schmiede durchsuchen, aber ihr findet nichts. Jetzt kommt ihr und erzählt mir, dass ihr nicht zum Sprechen bringt. Meg! Was seid ihr doch für ein schreckliches Hornvieh, Spiker? Natürlich ist es in der Schmiede, wo soll es sonst sein? Die Peitsche macht gesprächig. Das habe ich versucht. Dann lass ihn zu Tode peitschen und seid doch einmal ein bisschen erfinderisch. Euch fällt auch nie was ein. Alles muss man euch sagen. Spiker, ihr werdet die Schmiede nochmal durchsuchen. Und diesmal komme ich mit. Meg, meinen Hut! Wir finden das Versteck. Dafür sorge ich. Und wenn ihr alles niederreißen müsst, Stein um Stein. Willst du mir helfen, Meg? Du hilfst mir nicht? Aber ja, das wisst ihr doch. Wir suchen einen Freund von mir, Sam Morgan. Ja, der ist im Burgverlies. Oh, das schaffen wir nie, da beißen wir uns die Zähne. Keine Artillerie hätten nicht. Meg, wo zum Teufel bleibst du? Ich muss jetzt gehen. Ist Spiker da drin? Sie wollen noch mal in die Schmiede. Meg! Danke dir. Meg! Ein liebes kleines Ding, nicht wahr? Los, fahr zu, Gregory! Jetzt spitz deine Lauscher hin und hör zu. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Halt! Die Waffen weg! Weiter, Gregory! Fahr, du Schatzkopf! Bist du wahnsinnig? Ich lass dich vierteilen! Wo ist Gregory? Ich hab ihn für den Rest des Tages freigegeben. Wer zum Henker bist du? Swiftnick. Swiftnick? Was zum Teufel soll dieser blöde Name?
Sir John! Andrew! Adam! Robin! Pat! Oh, Mac, ruf sofort die anderen. Sir John ist eben von Dick Turpin entführt worden. Aber der sitzt doch in der Halle. Sir John? Dick Turpin. Ah, Spiker. Ich war schon in Sorge um euer Wohlergehen. Gewiss seid ihr müde nach all dem Herumgaloppieren. Setzt euch. Spiker, wenn ihr mich erschießt, müsst ihr euch nach einem neuen Herrn umsehen. Und nachdem was geschehen ist, wird euch keiner mehr wollen. Was habt ihr mit Sir John gemacht? Mit ihm gemacht? Ich habe ihn nicht angerührt. Du Hundsfott! Ach, na nun mal langsam, Spiker. Ihr müsst nicht gleich die Geduld verlieren. Seht es mal von der anderen Seite. Ein freundliches, kleines Gespräch. Wo ist Sir John? Darauf komme ich schon noch. Ihr seid wirklich viel zu ungeduldig, Spiker. Das kann zu einem Komplex werden. Übrigens befindet sich die Kutsche in einem Dickicht nahe Tyrhill. Verdammt nochmal, Turpin. Jetzt sagt, was ihr wollt. 200, 300. Habe ich irgendwas von Geld gesagt? Ich will keinen Penny, Spiker. Ich will morgen. Morgen? Ihr kennt gewiss die Lichtung ungefähr eine Meile vor Lambsford Mill. Morgen früh um 10 Uhr treffen wir uns dort. Ihr bringt morgen mit und wir Sir John. Und kommt allein, Spiker. Ohne üble Taschenspielertricks. Sir John wäre enttäuscht. Ich gebe euch mein Wort. Ja. William? Du gehst morgen früh auf die Jagd. In der Nähe von Lambsford Mill. John? Auf eure Gesundheit. Auf eure, Mr. Turpin. Auf eure ewige Verdammnis. Und auf eure unvermeidliche Hinrichtung. Darf ich fragen, warum ich hier bin? Ich kann mir nicht denken, dass ihr so dumm seid, mich zu ermorden. Natürlich nicht, Sir John. Tod wäre für mich ohne Nutzen. Ganz recht. Und eure Instinkte sind viel zu käuflich, nicht wahr? Ich möchte glauben, dass ihr inzwischen ein Mann von beachtlichem Vermögen seid. Anderer Leute Vermögen. Nun, das trifft wohl auf uns beide zu, Sir John. Ausgenommen, dass ich nur Leute bestehle, die es haben. Was seid ihr doch für ein drolliger Bursche. Hoffentlich seid ihr unterm Galgen genauso unterhaltsam. Ich erwarte eine brillante Abschiedsrede. Ich verspreche auch, an den richtigen Stellen zu lachen. Darf ich? Bedient euch, Sir John. Übrigens, kennt ihr einen Mann namens Morgan? Ja, Sam ist ein alter Freund von mir. Das möchte wohl sein. Er ist der beste Schmied weit und breit. Unsere Pferde müssten beschlagen werden. Darum meint ihr, es sei besser, ihn zu befreien. Genau. Und ich bin der Schlüssel. Sehr scharfsichtig. Weißt du, dass du bald ein freier Mann bist, Morgan? Ja, wenn Turpin kommt. Da sei ganz unbesorgt. Ich habe sein Wort. Ich glaube, mich hat jeder Floh gebissen in diesem verdammten Hertfordshire. Da gab's nicht weniger. Spiker! Hier! Seid ihr allein, Spiker? Ja. Seid ihr da, Sir John? Ich bin Spiker. Stell nicht so dämliche Fragen. Einfallspinsel. Sam!
Taktik? Dass ihr mir keinen Unsinn macht, Spiker, versteht ihr? Ja, ich verstehe, Sir John. Irgendwas sagt mir, dass er es nicht versteht. Swiftnik, sieh dich mal ein bisschen um. Kann es losgehen? Von mir aus ja. Lass morgen laufen. Sir John soll den Anfang machen. Wir gehen endlich los, Spiker. Gleichzeitig, Spiker. Um Himmels Willen, Mann, tut, was ihr sagt. Alles okay auf dieser Seite, Dick. Auf geht's, Sir John. Aber ich warne euch, wenn eure Schlange dort ein linkes Ding versucht, dann schieße ich. Schneller, Sir John, beeilt euch schneller. Schönes Wetter heute, Sir John. Wenn ich du wäre, würde ich das Land so schnell wie möglich verlassen. Geh aus der Schusslinie! Alles sauber hier. Bin ich froh, dich zu sehen. Danke, Dick. Schon gut. Na, was kochst denn du für ein Süppchen? Hä? Du widerliche Stinkmorchel. Das finde ich gar nicht nett. Runter damit, runter. Ganz sachte. Ein braver Junge. Hey, Captain, seht mal, was ich gefunden habe. Komische Pilze. Mein Leben kann man ruhig in Gefahr bringen. Was hat dich denn hierher getrieben? Da müsste ich weit ausholen, junger Hüpfer. Sagen wir, eine Liebe ist der anderen wert. Schwingt euch auf euren Klepper. Ich mache mit diesem Vogel einen Spaziergang. Das werde ich nicht vergessen, Spiker. Guten Tag, Sir John. Lauf! Recht so, Gentlemen. Denn der alte Isaac Gregg sähe sich verpflichtet, sobald ihr euch gegen ihn wendet. Umdrehen. Nehmt die Hände ein bisschen höher. Und rührt euch nicht. Sonst blase ich euch in Stücke. Bei Gott, Spiker, wenn der Spitzbube euch in Stücke bläst, verspreche ich ihm Straffreiheit fürs ganze Leben. Wo sind eure Männer? Sie warten an der Mühle. An der Mühle? Sie sollten doch an der Schmiede warten. Swiftnik, du behältst die Straße im Auge. Na, Sir? Wo ist es, Sam? Wo ist was? Meine Wegzehrung. Du hast es noch nicht gefunden? Wozu hätte ich dich sonst rausgeholt? Hier standen, Sir. Sam Morgens Tresor. Du gerissener alter Teufel. Das ist ein Vermögen. Ah, für dich, Sam. Wunderbar. Dick! Dick, Spiker, schnell! Was? Spiker! Turpin! Turpin, seid ihr da drin? Kommt sofort raus! Hört ihr mich, Turpin? Wenn nicht, müsste ich ja stocktaub sein. Kommt raus! Ergebt euch! Thank you.
Los, runter! Raus hier! Viel Glück, Sam. Dir auch, Dick. Und dir, junger Swiftnik. Hier. Na, ist das ein Halsband? Es zierte den Hals der hässlichsten alten Krähe, die du je gesehen hast. Ich denke, das Häuflein wird uns eine Weile vor Hunger bewahren. Ja, Swiftnik, Lady Fortuna reitet heute mit uns. Ja. Sieh mal an, der Captain. Unsere Wege kreuzen sich oft, meint ihr nicht auch? Isaac. Du weißt also noch meinen Namen, junger Hüpfer. Hast mich noch nicht vergessen? Wir werden dich nie vergessen, Isaac. Da bin ich euch dankbar, Captain. Wisst ihr, ich interessiere mich nämlich für die Menschen und ihr Geschick. Ich beobachte sie. Ich merke mir ihre Erwartungen und ihre Fehlschläge und Erfolge. Besonders die Erfolge, wisst ihr? Und dann warte ich. Ich warte und warte mit Geduld. Ich warte sozusagen auf den rechten Zeitpunkt. Dann sage ich... Halt! Hier mit den Glocken! So, und jetzt zähle ich bis fünf, Captain, und dann... Blase ich euch den Kopf von den Schultern! Eins, zwei, drei, vier! Hey, das Halsband, das will auch zu mir. Komm. Das fühlt sich bei mir wohler. Mein Segen auf eurem Weg, Captain, und dir auch, du junger Hüpfer. Möge euch beiden eine sehr gute Zukunft beschieden sein. Vergesst mich nicht. Ja, Swiftnik. Heute reitet Lady Fortuna mit uns. Juhu!